Ein Film besteht aus bewegten Bildern, die aneinander hängen. Das ursprüngliche Wort für Film ist dagegen Kinematografie. Dies kommt aus dem Griechischen und bedeutet Bewegung aufzeichnen. Die Einstellungsgrößen bezeichnen das Größenverhältnis eines abgebildeten Objekts oder einer Person zur gegebenen Bildfläche. Der Bildausschnitt verändert sich. Es gibt 8 verschiedene Einstellungsgrößen. Die Einstellung weit ist die größte Einstellung. Sie wird verwendet, um den Handlungsort in seiner weiteren Umgebung zu zeigen. Die Totale. Sie wird eingesetzt, um die handelnden Personen in ihrer Umgebung zu zeigen. Aber Achtung, wenn ein Film überwiegend aus Totalen besteht, lässt es die Personen unnahbar erscheinen. Die Halbtotale wird eingesetzt, um Körpersprache und Bewegung zu betonen. Dabei liegt der Fokus auf den Personen und der Umgebung zugleich. Bei der amerikanischen liegt der Fokus deutlicher auf der Person. Sie wird oft in Westernfilmen eingesetzt, wenn beispielsweise der Colt gezogen wird. Bei der halbnahen liegt der Fokus auf den Darstellern. Sie wird häufig in Dialogszenen eingesetzt. Die Einstellung nah wird häufig in Dialogszenen eingesetzt, wenn es auf die Mimik und die Reaktion des Darstellers ankommt. Die Einstellungsgröße groß wird benutzt, um den Fokus deutlicher auf die Mimik und Gefühle zu setzen. Sie vermittelt dem Zuschauer eine intime Nähe. Andere Aufnahmen in dieser Einstellung können auch Hände oder Füße sein. Das Detail zeigt nur einen bestimmten Ausschnitt des Gesamtbildes. Die Aufmerksamkeit liegt also auf einen kleinen Bildausschnitt. Die Kameraperspektiven bestimmen, aus welchem Blickwinkel die Kamera eine Person filmt. Die Vogelperspektive gibt Zuschauern einen Überblick über das Geschehen und lässt Personen sehr klein, schwach und verletzlich aussehen. Die Aufsicht hat eine ähnliche Wirkung wie bei der Vogelperspektive, nur nicht ganz so extrem. Bei der Normalsicht befindet sich die Kamera auf Augenhöhe bzw. auf gleicher Höhe des Objekts oder der Person. Sie zeigt eine natürliche Wahrnehmung. Die Untersicht verstärkt die Größe der Person oder des Objekts. Sie lässt einen stärker, selbstbewusster und kräftiger wirken. So ist es auch bei der Froschperspektive, nur viel extremer. Farben sind ein wichtiges Stilmittel und sehr wichtig für die Stimmung von Farbbildern. Jede Farbe hat eine eigene Wirkung auf uns. Die neutrale Farbgebung zeigt ein unbearbeitetes Bild, das heißt, es wird kein Filter verwendet. Bei dem Blockbuster-Filter handelt es sich um den Kalt-Warm-Kontrast. Dadurch werden Farben und das Filmbild intensiver. Bei einem kalten Farbfilter sind alle Farbtöne ins Bläuliche gefärbt. Dadurch wirkt das Bild kälter und trübsinniger. Filme in Schwarz-Weiß wirken oft düster oder altmodisch. Die Zuschauenden können sich in ihrer Fantasie selbst ausmalen, welche Farben die Personen, Objekte und Landschaften wohl haben. Filmmusik, Soundeffekte, Umweltgeräusche und was die Darstellenden sagen, ist der Filmton. Filmmusik untermalt die Handlung eines Filmes und betont die Gefühle der Figuren. Eine Einstellung ist ein Stück Film zwischen zwei Schnitten. Die kreative Anordnung im Schnitt nennt sich Montage. So entsteht aus mehreren Einstellungen, die durch Schnitte getrennt sind, eine Filmszene.